Die Sendereihe Kontakt mit freundlicher Unterstützung von Fassihi, IT-Kompetenz aus Ludwigshafen, Innovationspreisträger 2011 und Bagdad, Fire of Istanbul. Enjoy the power. Ich bin hier mitten in Mannheim in einer Kung-Fu-Kampfschule und Kung-Fu ist ja bekanntermaßen eine chinesische Kampfkunst. Doch die Menschen, die hier trainieren, sind unterschiedlichster Nationalität und Herkunft. Und was besonders auffallend ist, der neue Bundestrainer der Kung-Fu-Nationalmannschaft in Deutschland, der ist hier aktiv und er ist türkischer Herkunft. Eine interessante Mischung also diesmal für RNF Kontakt. Kayhan Gülmez heißt der neue Kung-Fu-Bundestrainer und Weltmeister. In seiner Kampfsportschule in Mannheim lebt er seinen Traum. Beim Kung-Fu ist es ihm wichtig, den Sport und die Philosophie dahinter an Interessierte weiterzugeben. Und zwar hier, wo er lebt und aufgewachsen ist. Dass er jetzt deutscher Bundestrainer wurde, ist die Krönung für ihn. Ich war ja im türkischen Nationalteam, habe auch 5-mal Gold geholt für Türkei bei der Weltmeisterschaft. Und ich wurde natürlich, da ich ja in Deutschland lebe, hatte ich immer Kontakt auch zu dem deutschen Kader, zu den anderen Bundestrainern, zu den Präsidenten, hatte ich immer Kontakt, weil ich ja in Deutschland ja auch auf Turniere gehe, auf Meisterschaften. Und ja, und da ich ja auch in Deutschland immer in der Rangliste eigentlich sehr weit oben immer dabei bin, wurde ich dieses Jahr darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, Bundestrainer zu werden und Talente zu fördern. Ja, das hat sich dann schon gedacht, das ist ja super. Talentiert ist er selbst natürlich auch. Das erkannte sein erster Trainer und Förderer Ralph Watkins recht früh. Der gebürtige Amerikaner war so etwas wie der Ersatzvater von Kayhan Gülmez. Schließlich wuchs der in Mannheim von Kindheit an nur mit seiner Mutter auf. Kayhan Gülmez ist im Alter von 5 Jahren dann zu mir gekommen und trainiert seitdem Kung-Fu. Relativ schnell habe ich erkannt, dass in Kayhan Gülmez ein besonderes Talent steckt. Und dieses Talent galt es natürlich zu fördern. Wir waren auf sehr vielen Turnieren mit Kayhan Gülmez und er hat beachtliche Erfolge erzielt. Seit ungefähr 6 Jahren hat er seine eigene Kampfsportschule, die er sehr erfolgreich in Mannheim führt. In der Kampfsportschule trainieren inzwischen rund 250 Mitglieder. Die Mischung ist international, mit dabei auch viele junge Frauen. Besonderer Anspruch hier, das weit verbreitete Schläger-Image vom Kampfsport in der Öffentlichkeit etwas abzubauen. Wir wollen ja eigentlich Sport machen, wir möchten ja Kulturen zusammenbringen, wir möchten ja Sport verbindet. Wir haben ja alle ein Ziel, zusammen groß zu werden, Sport zu machen, Spaß zu haben. Es soll ja gesund bleiben, dieser Sportart, was wir hier machen. Wir vermitteln ja Werte, sei es von Disziplin, Höflichkeit, Loyalität, Mut, Respekt, Prävention, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Das sind ja unsere Ziele, die wir anstreben. Und wir möchten ja eigentlich ein gesundes Mannheim haben, wo alle Bürger ohne Angst durch die Straßen laufen können. Das ist ja unser Ziel. Kung-Fu heißt im Chinesischen eigentlich etwas durch harte, geduldige Arbeit Erreichtes. Kayhan Gülmez ist der lebende Beweis, dass es sich lohnt. Einige seiner jungen Schüler treten schon in seine Fußstapfen. Bei der Weltmeisterschaft in Dublin holten 3 von ihnen Gold und 2-mal Silber in ihrer Klasse. Kayhan Gülmez will deshalb auch noch lange seine Erfahrung und sein Können mit Begeisterung weitergeben. Kung-Fu ist eigentlich eine Lebenseinstellung. Wenn man Kung-Fu macht, dann sollte man es mit dem Herzen machen. Und es tut einfach alles Böse, was außen rum ist. Negative Aura, alles wegstrahlen und man ist eigentlich immer vollkommen. Das macht das Kung-Fu aus. Also ich liebe Kung-Fu und ich freue mich immer, wenn Schüler zu mir kommen und sagen, ich möchte Kung-Fu lernen, dann geht bei mir das Herz auf. Die Sendereihe Kontakt mit freundlicher Unterstützung von Fassihi, IT-Kompetenz aus Ludwigshafen, Gewinner des Großen Mittelstandspreises 2014 aus Rheinland-Pfalz und Bagdad, Fire of Istanbul. Enjoy the power.